Jürgen Ebert stammt aus einer alten Bildhauerfamilie. Nach seiner künstlerischen Ausbildung an der Kunstakademie München von 1976 bis 1982 ließ er sich als freischaffender Bildhauer in Bocholt nieder. Mit seinen zahlreichen Objekten, Skulpturen und Großplastiken im öffentlichen Raum hat sich der Künstler auch über die Grenzen Deutschlands einen Namen gemacht. Mein Name ist Jürgen Ebert, ich bin freischaffender Bildhauer und komme aus dem Münsterland, aus Bocholt. Ich habe in Bocholt eine eigene Ausstellung mit über 200 Skulpturen. Und Sie sehen in dieser Ausstellung hier in Campus, in Kampen, unter dem Thema eine Welt voller Gefühle und Leidenschaft, einen Auszug aus diesem Œuvre. Sie sehen aus verschiedenen Schaffensepochen heraus die einzelnen Stilrichtungen, die ich gerne modelliere. Hier zum Beispiel eine der letzten Arbeiten, die Aura. Das ist ein abstraktes Objekt. Wir haben auch darüber einen Film gedreht, von der Idee bis zur fertigen Bronze, wie man den Werdegang über die Modellierung, über den Arbeitsvorgang bis zur Gießerei alles erleben kann und zeigen kann, um nachzuvollziehen, wie lange es auch dauert, um so ein Objekt umzusetzen. Dieses Objekt ist drehbar und lebt aus der Exaktheit der Formen und aus den Durchbrüchen. Das ist einmal die abstrakte Richtung, wir haben auch die gegenständlichen Skulpturen. Mein Schwerpunkt in der Gegenständlichkeit ist die Kommunikation, das heißt, ich mache gerne Skulpturen in einem Gespräch, in einer Kommunikation, in einem Ablauf. Das Gleiche geht auch in der Tierplastik. Ich modelliere nie Einzeltiere, sondern ich versuche immer wieder in der Gruppe eine Dynamik darzustellen. Das kann man sehr schön sehen hier an der Hengstgruppe, wo man auch die spielenden Hengste sieht, wie sie miteinander kommunizieren und miteinander umgehen. Sie sehen hier eine studentische Arbeit von 1978, die ich erstmalig 1979 im Haus der Kunst in München in der großen Kunstausstellung ausgestellt habe. Für mich als Intention war wichtig, das Instrument, den Kontrabass, weil das für mich eine wie eine Skulptur ist, sie in Verbindung zu kriegen, zu bekommen mit einem Musiker. Wobei die erste Intention war, mit einem Gesamtkonzept den Menschen darzustellen. In der Gesamtheit habe ich festgestellt, dass dadurch das Instrument sehr viel verliert. Und für mich hat sich dann daraus entwickelt, so peu à peu, dass nicht der Mensch wichtig ist in Gesamtheit, sondern nur wichtig ist, was das Instrument beherrscht, nämlich die Sinne und mit den Armen und mit dem Geist und mit den Ohren. Und das habe ich dann reduziert, erstmalig in dieser Skulptur in der Leichtigkeit. Und dadurch bleibt das Instrument in seiner Schönheit und in seiner Leichtigkeit des Schwebens erhalten und wird unterstützt. Sie sehen hier das Relief vis-à-vis, die Kommunikation in der Fassade. Die Skulpturen sind ineinander im Gespräch verbunden und die Entwicklung beruht auf der Erfahrung der Skulptur. Kontrabassspieler, weil auch hier wieder die Figuren als Fragmente dargestellt sind, nicht als Gesamtkörper, abgesehen von dieser Skulptur und dem Gast, der unten an der Haustür steht. Die sind dreidimensional vollständig modelliert. Dieses gegenständliche Gespräch, was Sie hier vorne sehen, ist auf der Hinterseite in der dritten Dimension abstrahiert in der Linienführung der Architektur dargestellt, sodass man vorne die Gegenständlichkeit hat in der Kommunikation und auf der Rückseite Durchbrüche erkennbar beim Begehen des Reliefs, die dritte Dimension der Tiefe in der Kommunikation. Sie sehen hier die begehbare Skulptur, der Lebenskreis, der auf der Formensprache des Kontrabassspielers, des Reliefs vis-à-vis wieder aufbaut, die Figuren als Fragmente angedeutet und der Kopf ist da hinten eigentlich dann offen. Ich habe in diesen Kopf hinein den Charakter modelliert und davor die Fassade des Gesichtes. Das heißt, wenn ich einen Lebenskreis betrete, ich muss also in diese Öffnung rein, lerne ich mehr von der Person kennen, nicht nur seine Fassade, sondern auch seinen Charakter. Und das bedingt einfach, ich muss seinen Lebenskreis betreten.
Hier sehen Sie einen Torso, den ich modelliert habe, der aber nicht zerrissen aussieht, weil der Kopf und Arme und Füße fehlen, sondern in der Formsprache geschlossen wird. Die Geschlossenheit existiert in der Linienführung dieser Kanten, die umlaufend sind, und den Torso in sich auch schließen in der Form. Und dadurch wird das Ganze in sich dynamisch und geschlossen. Zusätzlich ist das Objekt, was mir ganz wichtig war, auch wie Sie gerade schon sehen, drehbar. Und der Sockel, der hier unten erscheint, ist aus der Formensprache des Unterschenkels aus diesem Torso heraus, so dass die Skulptur, egal wie ich sie drehe, zum Beispiel jetzt mal so herum, immer wieder harmonisch von der Linienführung, und es ist nicht nur einfach ein Standsockel, sondern es ist ein Teil der Skulptur, ganz bewusst eingesetzt. Und diese Linienführung, diese Kantenführung wurde später von mir in abstrahierten Objekten weitergeführt. Die Retrospektive im Kompuls, die noch bis zum 11. August zu sehen ist, begleitet den Besucher als repräsentative Werkschau auf einer Zeitreise durch verschiedene Schaffensperioden Jürgen Eberts.